Konnichiwa, minasan! Was ist Akihabara? Von Akihabara hat der ein oder andere von euch wahrscheinlich schon mal gehört. Gerade wenn ihr euch mit Anime oder Manga beschäftigt, kommt man an Akihabara oder wie es auch in der Kurzform genannt wird, Akiba, eigentlich nicht vorbei. Akihabara ist grob gesagt das Technik-, Anime-, Manga-, Games-Viertel in Tokio und sozusagen das Zentrum dieser ganzen Otaku- und japanischen Populärkultur. Da gibt es wirklich alles, was man sich nur vorstellen kann. Wollen wir aber auch ein bisschen auf die Geschichte von Akihabara eingehen, weil die sehr interessant ist, wie ich finde. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich in Akihabara ein Schwarzmarkt für hochqualitative Radios. Es gab dann dort auch eine Schule, eine Universität und die Studenten, die dort waren, die haben sich dann auch darum gekümmert, eben Radios selbst zu bauen und diese Radios dann dort in Akihabara zu verkaufen. Dann baute man um Akihabara herum neue Bahnlinien, deswegen gibt es auch die Akihabara Station, um die im Grunde dieses ganze Akihabara Viertel mit Anime, Mangan und so weiter und so fort auch aufgebaut ist. Man baute diese neuen Bahnlinien und dann begann eben dieser Schwarzmarkt dort oder dieser Markt für diese Radios, hochqualitativen Radios und Technikmittel eben auch zu florieren und wurde immer und immer größer. Die Gegend wurde dann auch zum Mittelpunkt des Haushaltsgerätebooms in den 1960er Jahren. Japan wurde dann immer und immer wohlhabender und die Japaner wollten sich so ein bisschen dem westlichen Lebensstil, vor allem dem Lebensstil der Amerikaner, anpassen und deswegen gab es drei Geräte, die unglaublich geboomt haben. Jeder wollte die haben. Das war zum einen der Fernseher, die Waschmaschine und der Kühlschrank. Diese drei Insignien sozusagen, oder diese drei Geräte, musste man haben in den 1960ern, um sozusagen den Wohlstand auch nach außen hin zu verkörpern, zu sagen, ja, ich habe einen Fernseher, ich habe einen Kühlschrank und ich habe eine Waschmaschine. Bei mir ist der Wohlstand angekommen. Und in Akihabara wurden diese Dinge eben verkauft, weil es ein Technikviertel dann wurde und war. Deswegen wurde Akihabara auch so ein bisschen vermarktet als Familienausflugszentrum fürs Wochenende, wenn man dann also seine Haushaltsgeräte, seinen neuen Fernseher, seinen neuen Kühlschrank und so weiter und so fort kauft. Und so kam es dann, dass wirklich die Familien am Wochenende nach Akihabara geströmt sind und sich diese Haushaltsgeräte gekauft haben. Vielleicht noch ein paar interessante Zahlen. 1958 hatten nur ungefähr 8% aller Japaner einen Fernseher und 1966 waren es dann schon 95% aller Japaner, die einen Fernseher hatten. Akihabara hatte zu der Zeit 10% des kompletten Marktes für eben diese Haushaltsgeräte, was ja auf Japan gesehen wirklich eine ganze Menge war. In den Jahren danach bekam Akihabara immer und immer mehr das Image eines Ortes, wo man günstig gute Elektronikartikel kaufen kann. Mit dem Platzen der Bubble Economy und der folgenden Rezession ging das dann aber so ein bisschen weg von Akihabara und hin zu großen Elektronikmärkten. Yodobashi Kamera zum Beispiel ist da eins. Aber diese großen Elektronikfirmen waren dann nicht mehr so in Akihabara ansässig, sondern eher in Shinjuku oder ähnlichen Vierteln in Tokio. In Akihabara ging der Trend dann dahin, eher Elektronikartikel zu verkaufen, die es eben in diesen großen Kaufhäusern und Elektronikmärkten nicht gibt. Deswegen verkaufte man vor allem Computersoftware, auch Computer, so spezielle Dinge, die einfach zu speziell waren, als dass sie die große und breite Masse interessiert hätte und deswegen gab es auch nicht mehr so viele Familien, die dann nach Akihabara gegangen sind, sondern eher vor allem junge Männer, Informatikstudenten, die sich eben für diese speziellen Computerteile interessiert haben und so entwickelte sich dann in Akihabara nach und nach diese Otaku-Kultur, diese Nerd-Kultur, sage ich mal, mit Leuten, die extrem spezialisiert waren auf Computer, die natürlich dann auch interessiert waren an Animation, also an Anime, an Manga oder auch Computerspiele, die diese auch dann über E-Mails geteilt haben und im Internet die ersten Animes versendet haben, die sich einfach dafür interessiert haben, solche Computer vielleicht auch zu bauen. Und deswegen wurde Akihabara dann nicht mehr so ganz massentauglich, sondern wirklich hat sich sehr spezialisiert auf diese eher Nischenprodukte und Randgruppen. Akihabara wurde somit also zu dem Ort, an dem man gehen muss, wenn man sich für Anime, Manga, Games, Computer und Technik interessiert. Dann gab es 2005 das Drama im japanischen Fernsehen Densha Otoko. Das erzählte von einem Mann, der Otaku ist, der wenig soziale Kontakte hat, schon mal gar nicht zu Frauen, der dann in der Bahn eine Frau getroffen hat, ihr geholfen hat vor so einem Besoffenen und zwischen denen entwickelt sich dann eine Liebe, beziehungsweise mit der Hilfe der Otaku-Community im Internet hatte es geschafft, mit dieser Frau eine Beziehung zu starten. Und dieses Drama war sehr berühmt in Japan, hat große Wellen geschlagen und da eben auch Akihabara
oft vorkam in diesem Drama, gab es einen regelrechten Boom nochmal in Akihabara. Alle sind dann dahin und Anime und Manga. Und auch im Ausland hat man dann Akihabara erkannt als Stätte für Anime und Manga. Hier in Deutschland wurden Anime und Manga immer berühmter. In Amerika, in Frankreich, Europa generell und generell auch in anderen asiatischen Ländern, China, Indonesien, Südkorea und so weiter und so fort. Und so hat die japanische Regierung dann erkannt, dass man Akihabara also auch ganz gut als Touristenziel verkaufen und vermarkten kann und hat dann im Rahmen der sogenannten Cool Japan Kampagne Akihabara wirklich auch nach vorne gestellt und gesagt, wenn ihr die japanische Populärkultur erleben wollt, dann kommt nach Akihabara. Hier gibt es alles, hier gibt es Manga, hier gibt es Anime, hier gibt es Computerspiele, hier gibt es wirklich alles, was euer Herz begehrt, wenn ihr euch für japanische Populärkultur interessiert. Und deswegen wird Akihabara auch in den letzten Jahren und auch dieses Jahr immer und immer wieder von der japanischen Regierung als Tourismusziel vermarktet und auch immer damit wirklich im Ausland sehr geworben. So hat sich Akihabara also über die Zeit hinweg zu einem Ort entwickelt, an dem man spezielle Dinge findet. Es ist auch heute, wer von euch schon mal in Akihabara war, der wird es wissen. Es gibt dort wirklich alles. Es gibt die allerersten Konsolen, die irgendwo rausgekommen sind, die findet man in irgendwelchen Ecken. Man findet super viele Super Nintendo Spiele, man findet N64 Spiele und sogar noch von davor. Man findet Karten ohne Ende, auch Kartenspiele, ob das Pokémon Karten sind, ob das Yu-Gi-Oh! Karten sind oder was auch immer. Man bekommt in Akihabara wirklich alles. Wenn ihr irgendeinen Computer oder Software oder irgendeinen Computerteil sucht oder irgendwas, wenn es das in Akihabara nicht gibt, dann wahrscheinlich nirgendwo auf der Welt, weil dort wirklich alles an Technik vorhanden ist, was man sich nur vorstellen kann. Es ist ein Paradies für Leute, die sich dafür interessieren, die neue Teile für ihren Computer oder für Roboter auch. Roboter werden auch gerne gebaut von vielen japanischen Studenten zum Beispiel auch oder auch von sogenannten Otakus. Diese Roboterkultur ist auch relativ groß, da kann man sich viele Teile für diese Roboter suchen. Es gibt viele Leute, die dann da zusammen Karten eben auch spielen. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Es ist auch ein riesiges Viertel wirklich und man erkennt es auch überall. Hat man Anime-Charaktere und Game-Charaktere, Mangas werden verkauft. Alles wirklich. Alles, was man sich nur vorstellen kann. Falls ihr also mal nach Japan geht oder interessiert euch für eben Anime und Manga, kann ich euch Akihabara wirklich nur wärmstens empfehlen, weil es dort wirklich alles, alles, was ihr euch vorstellen könnt, gibt zu dem Thema. Ja, das war es im Grunde auch schon zu Akihabara. Ich hoffe, es war interessant für euch und ihr kennt euch jetzt ein bisschen besser aus und kennt auch so ein bisschen die Geschichte von Akihabara. Wisst also, warum sich Akihabara in diese Richtung entwickelt hat. Falls ihr euch jetzt noch für Japanisch und japanische Kultur interessiert, dann schaut gerne mal in die Beschreibung. Da habe ich einige Online-Kurse für euch vorbereitet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!